Die Jungs und ich, wir schlagen uns ganz gut. Nicht gut genug für Pearson, aber was soll's. Wer weiß, Schatz. Vielleicht kehre ich Weihnachten schon heim zu dir mit ein paar Medaillen auf der Brust. Aber zuerst erobern wir Marigny. Schmeling gegen Lamotta. Schmeling würde Lamotta K.O. schlagen. Niemals. Und Schmeling ist ein Nazi. Ich würde ihn einfach abknallen. Ja, die benutzen ihn doch bloß. Er hatte keine Wahl. Wir alle haben die Wahl. Also Nietzsche sagte, es gibt nur Starke. Ach, genug davon. Okay. Was ist mit Lewis gegen Sugar Ray Robinson? Meinst du Lewis 1938? Robinson gewinnt ganz klar. Hey! Sieh an, wer wieder hier ist. Ich dachte, du hast noch eine Woche. Ja, ich hab gehört, ein paar echt harte Typen stehen kurz vor Marigny. Wenn der Plan aufgeht, sind wir bis Weihnachten zu Hause. Steh nicht so rum, zeig her. Na gut. Nicht übel, was? Oh. Ach, gibt Schlimmeres. Schön, dass Sie wieder da sind, Private. Ich freue mich auch, Sir. Okay, Männer. Die Gelegenheit ist günstig. Wir starten einen Ausbruch aus der Normandie. Das wird nicht leicht. Die Hecken werden stark verteidigt und es gibt Meldungen von deutschen Panzern in der Nähe. Aber wenn wir Marigny einnehmen und sichern, kommen wir hier raus. Und wenn Sassman selbst ein Messer im Bauch nicht aufhält, hält uns auch kein Deutscher auf. Das Glück ist mit den Siegern, Sir. Für Turner ist unser Schutz von höchster Wichtigkeit. Abmarsch! Warum kommt einem der Krieg immer in die Quere? Okay, erstes Platoon, wir rücken ab! Na los, na los! Hey. So eine Wunde ist erst in 8 Wochen verheilt. Bin bereit, Sergeant. Sie haben mein Wort. Oh, Ihr Wort, ja? Das ist einen feuchten Dreck wert. Es geht Ihnen gut, ha? Huh? Hab mich noch nie besser gefühlt, Sir. In Ordnung, Private. Kratzen Sie nur bitte nicht ab. Panzer unterwegs! Gut festhalten! Wird eine harte Fahrt! Ist ja ganz was Neues. Ich denke, Pearson mag dich! Ach, wie ein Tiger den Hirsch mag. Na los, na los! Unterm Strich hältst du tapfer durch. Und was ist mit dir? Ich konnte euch doch nicht den Spaß überlassen. Spaß ist unter Pearson nicht erlaubt. Weißt du, wieso er dich immer so triezt? Passerinpass. Hab meinen Freund verloren. Ja, brach ihm Artikel 15 und eine Degradierung. Er musste so streng sein. Seine Männer haben bezahlt. Die Mission war ein Reinfall. Ein Massaker. Die Nazis waren gnadenlos. Wir haben nur überlebt, weil sie keine Zeit hatten, den Westausgang zu versiegeln. Ich hab wegen dem alten Mistkerl fast alles verloren. Turner ist noch nicht drüber weg. Er war es auch, der ihn angeschwärzt hat. Aber Pearson denkt, wenn ihr ein Musterplatoon werdet, wird das gestrichen. Wir sind also eine Streichkolonne. Ja, langsam kapierst du es. Deshalb wird er niemals aufgeben. Er tötet, um es zu entfernen. Wisst ihr, was ich will? Bescheid futtern. Du hast gerade gefuttert. Scheiß auf, Toast zählt nicht. Hey, wie wär's mit Barbecue, hä? Wir hatten keine Chance. Was wär's da mit dem offenen Sarg? Das ist jemandes Sohn. Nur ein Deutscher. Daniels hat recht. Die sind nicht alle böse. Von da kommen auch Kepler, Mozart... Die aufregen. Marlene Dietrich. Klingt gleich interessant. Nicht zu vergessen ihre Erfindungen. Die Druckerpresse, Elektronenmikroskop... Frankfurter. Ihr macht mich fertig. Hört ihr das? Es kommt hierher! Bleibt in den Stuhlgast! Runter von der Straße! Wir umkreisen sie! Los! Wir müssen unsere Shermans beschützen. Das ist Blackfeuer, was wir da hören.
Wir müssen eine ihrer Kanonen einnehmen und diese Stukas runterholen. MG ist in der Scheune! Falsche! Alle runter! Deutsche voraus! Ausschwärmen! Die Besten! Haben wir eine Feindposition? Ziel auf 5!
Ja! Sicher! Scheune ist sicher! Auf die Felder! Wir müssen zu unseren Panzern stoßen! Nordosten! Recht! Was heißt? Bewegung, Bewegung! Dieser Flak! Die Bomber machen unsere Panzer fertig! Schalten Sie sie aus! Da kommen Sie! 2 Uhr! Guter Schuss, Daniel!
alle. Gut gemacht, Daniels. Hey, das ist Perez. Hey, Perez. Alles okay? Meine Kumpel Mills hat's in einem Hinterhalt erwischt. Aber das haben sie bezahlt. Die Stellungen sind durch Parks geschützt. Wir müssen uns darum kümmern. Okay. Pearson, führen Sie ein Schützenteam durch die Plantage und suchen Sie einen Übersichtspunkt. Schwächen Sie die Packs, ich leite den Angriff mit Perez. Ja, Sir! Daniel, Jasmine, Sie kommen mit! Na los! Perez sagte Pack 38er, oder? Was sind das für Dinge? Deutsche Artillerie! Panzerkiller! Hast du das Memo nicht gelesen? Was sollen wir denn gegen Panzerkiller ausrichten? Das habe ich mich auch gefragt. Eine von unseren. P-47. Verdammt. Wäre ich nur schneller an der Flak gewesen. Mach dich nicht fertig. Das sind Zivilisten. Das ist ein Kriegsverbrechen. Sag bloß, Streber. Wir kämpfen hier gegen Nazis. Hier rüber! Hier ist dein Aussichtspunkt! Feldstecher raus! Das sind Perez und die Jungs! Die fahren direkt in die Hölle! Wir müssen die Packschützen ausschalten! Alle Mann, Feuer frei! Hier zwei Packs! Daniel, schalten die Mannschaften aus! Nehmen Sie das Scharfschützengewehr, Daniel! Wo sind sie? Alles sicher! Achtung! Verbündete Panzer kommen über die Gräben! Hinter den Panzern sammeln! Alle Mann sammeln! Sammeln! Sammelt euch hinter den Panzern! Sammelt euch hinter den Panzern! MG42! Hinter den Panzern bleiben! Hinter den Panzern in Deckung! Da laufen Deutsche auf den Gräben! Ich sehe sie! Papi! Feuer! Sieh doch deine Uhr! Den Bomber stimmt jetzt! Wenn ihr etwas
Pack 38er zerstört sind. Für Restaurant und schaltet die Besatzungen der Pack 38 aus. Panzer dicht machen. Daniels, begeben Sie sich zu einer dieser Scheunen. Und Lieutenant! Still! Offizier anwesend! Okay, zuhören! Charlie-Kompanie wird nahe der Kirche angegriffen. Sie brauchen Munition und Feuerkraft. Schicken Sie einen Trupp los. Sir, wir sind schon ausgedünnt. Es geht noch dünner! Ja, Sir. Scheiße! Wir können die Jeeps nehmen, aber wir brauchen Panzerunterstützung. Das ist der Plan. Perez! Pearson folgt Ihnen mit dem Trupp. Geht nicht. Wir haben Befehle von Collins. Wir gehen mit der 11. nach Westen. Verdammt nochmal. Den Jungs, da läuft die Zeit davon. Ihr macht es allein. Nehmt die Jeeps und los. Schnell! Alles klar. Dann mal los. Charlie hat Scheiße am Arsch und wir haben das Papier. Na los! Wo geht's nach Marigny? Folge dieser Straße, es ist das übernächste Dorf. Steile Kurve voraus, sachte! Die Straße gabelt sich nach vorn. Achtet auf diese Deutsche! Wir laufen genau auf die Charlie Company zu. Wir müssen vor ihnen da sein. Fahr links! Festhalten! Rücken rauf! Roland!
übernehme das MG! Feindliche Jeeps, bin dran! Es bringt mich um. Sie mir jetzt nicht weich, Murphy. Danke fürs pünktliche Erscheinen. Danken Sie, Captain Davis. Das war sein Befehl. Okay. Die Sonne geht bald unter. Sie kriegen eine Atempause. Verzeihung, Sergeant. Ja. Die halbe deutsche Armee ist auf der anderen Seite der Gebäude. Sollten wir vielleicht einen besseren Platz suchen für einen Perimeter? Sicher, Private. Vielleicht ein nettes Zimmer im Ritz? Sir. Er hat nur Angst. Vielleicht sollten Sie sich um Ihre Probleme kümmern. Ihre Seite sieht verdammt beschissen aus. Mir geht's ganz toll, Sergeant. Daniels, passen Sie auf ihn auf. Nur Stolz ist gefährlicher als ein Feind im Gebüsch. Ausruhen, Männer. Mach ihn nie bei Sonnenaufgang.